So, hier soll es in einem ganz kurzen Überblick einmal um Antennen gehen, um dann aber auch ganz schnell auf elektromagnetische Wellen, vor allen Dingen transversale elektromagnetische Wellen, überzuschwenken. Also Antennen erst einmal zur Aussendung von elektromagnetischen Wellen kommen in allen möglichen Formen und Farben vor, auch Größen vor, die skaliert mit der Wellenlänge und damit eben auch umgekehrt proportional in der Dimension zur Frequenz ist. Also wir haben hier zum Beispiel links unten hier eine breitbandige Antenne. Was man hier erkennen kann, sind natürlich solche Dipole hier an der Stelle und an der Stelle beispielsweise, dann aber auch kreuzweise hier in diese Richtung, da hinten nicht mehr zu sehen, gezeigt, die dazu da sind, um eben einen bestimmten Frequenzbereich an der Stelle abzudecken. Man kann sich hier kurz vorstellen, deswegen ist diese Antenne auch so interessant. Man hat hier einen Bereich, in dem hohe Frequenzen empfangen werden können. Und hier ein Bereich, der niedrige Frequenzen vornehmlich empfängt bzw. aussendet. Antennen funktionieren immer reziprok, also eine Antenne, die gut empfängt, sendet auch gut aus. So, was man daran sieht, ist, die Struktur skaliert hier mit der Wellenlänge. Das heißt also, die Struktur, die rechts unten gezeigt ist, klein ist, ist eben besonders gut geeignet, um mit hohen Frequenzen zu arbeiten, die andere mit niedrigen. So, dann haben wir hier versteckt eine WLAN-Antenne. Da sieht man eigentlich nur das Plastik drumherum. Was drin ist, ist ähnlich dem, was man schon kennt hier aus der alten Fernsehtechnik. Hier solche Yagi-Uda-Antennen, die im Prinzip auch aus Drahtstrukturen bestehen, wie die Antenne links unten, die ich als allererstes besprochen habe. Hier gibt es einen primären Strahler bzw. Empfangselement und dann mehrere Elemente, die nur dazu dienen, die Welle zu bündeln und mehr von der Welle zu empfangen, respektive auszusenden in eine gewisse Richtung. Hier unten der bekannte Parabolspiegel, hier mal gezeigt für den Satellitenempfang oder eben, wenn Sie wissen wollen, ob da draußen noch jemand ist, im Weltall, dann eben solche Radioteleskope, die eben im Prinzip aus einem Parabolspiegel bestehen und dann eben einem Element, empfangenen Element, das hier oben im Prinzip sitzt, an der Stelle, um dann eben elektrisch die empfangene Leistung weiter verarbeiten zu können. Das weitere Element hier im militärischen Bereich, da sehen Sie viele, viele Antennenelemente drin, die dazu geeignet sind, um dann eben die Strahlungskeule auch zu schwenken und zu ändern. Viele Elemente finden Sie auch hier für eine Antenne im Automotive Radar. Auto Radar, sehr klein. Das eigentliche strahlende Element ist nur diese Kupferplatte, dieses Kupferrechteck, das Sie da sehen, das sogar auch noch Einschnitte hat, die wir jetzt nicht zeigen. Der Rest ist Speiseleitung, zum Beispiel diese hier, nicht so da, zu den einzelnen Elementen hin. Das soll eben, wie gesagt, nur die Leitung sein. Sehr kleine Elemente, möglicherweise hier im Bereich für 77 GHz ausgelegt. Und dann haben wir eben auch noch sehr große Antennen für den Mittelwellenbereich hier. Auch da, die Welle ist eben sehr, sehr groß, viele hundert Meter lang eventuell. Und da brauchen Sie eben dann hohe Türme dafür, damit Sie auch nur bereichsweise in die Größenordnung der Wellenlänge kommen. Oder eben auch hier die Antenne, die eben als Drahtgeflecht hier an der Stelle aufgehängt ist. So, wie genau die Dinger funktionieren, schauen wir uns an, wenn wir gesehen haben, wie denn das mit der elektromagnetischen Welle eigentlich ist, wie die zustande kommt und woher sie rührt. Und dazu brauchen wir noch wieder ein bisschen Theorie, aber nur ein wenig. Vor allen Dingen brauchen wir Anschauung. So, was wir haben, wo auch immer das herkommen mag, wir haben eine elektrische Feldstärke, einen Feldstärkevektor E. Und dieser Feldstärkevektor E ist so verknüpft, dass die Rotation von dem E gleich minus J Omega μ h ist. Wobei wir jetzt hier schon von der harmonischen Zeitabhängigkeit ausgehen. Also letztlich h gleich irgendein h0 mal e hoch.
J, Omega T ist. So, weil das nicht ganz richtig ist, das müsste hier das H sein und hier machen wir mal ein HT draus. So, damit das auch klar gemacht ist. Okay, das heißt, die beiden stehen jetzt also auch in einem direkten Verhältnis zueinander. Wenn man da jetzt ein bisschen weiterrechnet, dann kann man natürlich hier die Rotation zunächst auswerten. Das heißt, wir haben hier dEy nach dz und minus dEx nach dz 0 als Vektor stehen, wenn wir davon ausgehen, dass die Welle eine Ausbreitung in Z-Richtung hat. Also nochmal das Koordinatensystem hingeschrieben. Wir gehen davon aus, die Welle geht in diese Richtung hier, in Richtung Z. Und dann hat das elektrische Feld hier nur Komponenten in meinetwegen X und in die Z-Richtung. Y-Richtung. So, in die X- und Y-Richtung. Mehr nicht. So, das äußert sich also in der Rotation, wie es hier steht. Jetzt wissen wir auch, die Ausbreitung funktioniert mit irgendeinem E-Vektor mal E hoch J KZ Z. So, und wenn wir dann eben diese Abbildung, die Ableitung nach der Z-Richtung bilden, dann bleibt davon nichts weiter übrig als ein Minus J Z minus dran mal EY minus EX 0 und das können wir jetzt noch in Verbindung setzen mit dem minus J Omega mu 0 HX HY HZ und stellen sofort fest, dass natürlich auch das hier gleich 0 ist und alles andere sich irgendwie ergibt, nämlich dass eben HX mit HY zusammenhängt, so, und HY mit HZ, so dass man jetzt also den Feldvektor hier auch noch dahin malen kann, so dass man also ganz klar sieht, dass also auch das magnetische Feld nur eine X-Komponente hat und eine Y-Komponente und die natürlich so kreuzweise übereinander zusammenhängen. So, im Endeffekt kommt man dann zu der sogenannten transversal-elektromagnetischen Welle, wobei transversal zunächst mal heißt, dass sowohl das elektrische Feld als auch das magnetische Feld keine Komponente in Ausbreitungsrichtung haben. So, das haben wir im Prinzip vorausgesetzt oder im Prinzip ja auch schon gesehen. Das heißt nämlich letztlich, HZ ist 0, das haben wir vielleicht mal geraten bei dem elektrischen Feld, aber sinnvoll geraten, dass wir da keine Komponente im elektrischen Feld in Ausbreitungsrichtung haben. Das kann man auch erst einmal so annehmen, weil wenn das magnetische Feld jetzt eine da hätte, dann würde es ja aus der Gleichung rauskommen. Das ist aber nicht so gewesen, sondern wir haben festgestellt, dass es hier eine Wellenlösung gibt, wo es nur transversale Komponenten gibt. Transversal heißt eben senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. So, das ist ein ganz wichtiges Ergebnis hier. Weiterhin haben wir herausgefunden, dass elektrisches und magnetisches Feld in Phase sind. Das kann man in einer Animation, die ich auch verlinkt habe, sehr viel besser sehen, als man das jetzt hier erklärt. Ich mache es trotzdem, damit man auch hier eine Vorstellung davon hat, wenn wir nämlich davon ausgehen, dass wir hier die Z-Komponente als Ausbreitungsrichtung haben, wieder. Z-Richtung als Ausbreitungsrichtung haben und dann hier sinusförmig das E-Feld annehmen, dann würde das magnetische Feld hier senkrecht, aber eben in Phase dazu verlaufen. So, das sieht man vielleicht mit den Feldvektoren, wenn man die noch zumindest teilweise einzeichnet, etwas besser. So, und jetzt senkrecht dazu das H-Feld. So, entscheidend ist in Phase, also da, wo das E-Feld, das elektrische Feld, das Maximum hat, die elektrische Feldstärke das Maximum hat, hat auch die magnetische Feldstärke das Maximum, aber senkrecht zur Ausbreitungsrichtung und senkrecht zur anderen Feldkomponente. In Phase, senkrecht zur Ausbreitungsrichtung und was ich eben noch sagte, H senkrecht
E und natürlich auch umgekehrt. So, wenn das so ist, wenn die also in Phase sind, kann man natürlich auch einfach hier mal ausrechnen, wenn wir EX haben und soll X sein und HY, was da rauskommt. Wir können schnell mal die Einheiten hier überschlagen. Da machen wir das mal. Einheit von EX zur Einheit von HY ist natürlich Volt pro Meter durch Ampere pro Meter. Also rauskommen, wir kriegen Volt pro Ampere und das ist also Ohm, also die Einheit und damit auch die Dimension eines Widerstandes. Naja, und wenn wir das eben so ausrechnen, dann kommen wir drauf, dass dieses hier jetzt gerade Wurzel μ0 Epsilon 0 ist. Und das können wir einsetzen. Können wir erst einmal nennen, dass das hier Z0 ist. Das ist also die Impedanz des freien Raumes. Kann man natürlich nicht messen, indem man einfach ein Multimeter in den Raum hält und guckt, dass man diese Z0 misst, sondern das gibt nur das Verhältnis an zwischen der elektrischen und der magnetischen Feldstärke. Und als Zahlenwert sind das 377 Ohm. Wozu braucht man das? Naja, habe ich die elektrische Feldstärke, kann ich sofort ausrechnen, was die magnetische Feldstärke war. Und die Richtung dazu kenne ich auch, nämlich senkrecht dazu. Und umgekehrt kann ich genauso vorgehen. Habe ich nur eine Feldstärke, kann ich daraus die Leistung ausrechnen und so weiter und so fort. Und das kann ich jetzt auch nochmal tun, indem ich mir jetzt hier auch mal die Energiebetrachtung vorstelle, nämlich Fluss der Energie, respektive Leistung. Und wir kommen dann auf den sogenannten Pointing-Vektor. So, was macht man da? Wir könnten natürlich ganz einfach mal ausrechnen, was wir denn rauskriegen, wenn wir S gleich E Kreuz H Konjugate-Komplex machen. Ich gehe davon aus, dass komplexe Zahlen bekannt sind. Warum machen wir das? Naja, natürlich kann man das sauber herleiten alles. In der Vorstellung müsste aber ja doch eigentlich hier irgendwie ein H und ein E mal H auf die Einheit letztlich gehen. E mal H gleich, naja, was haben wir? Volt mal Ampere durch Meter Quadrat, also bei Volt pro Meter mal Ampere pro Meter. Also letztlich hier irgendwie eine Leistungsdichte Watt pro Quadratmeter müssten wir bekommen. So, die Frage ist jetzt, weil wir es mit Vektoren zu tun haben, welche Multiplikation nehmen wir denn jetzt eigentlich? Würden wir schlichtweg hier bei der elektromagnetischen Welle E mal H vektoriell nehmen und damit das Dot-Product nehmen, also das Skalarprodukt verwenden? Ja, da wissen Sie, wenn zwei Vektoren miteinander Skalarprodukt multipliziert werden und die stehen senkrecht aufeinander, was die ja tun, dann kommt 0 raus. Also haben wir hier nichts gewonnen. Wenn wir die anderen Variante nehmen, also E Kreuz H, das Kreuzprodukt verwenden, dann kriegen wir natürlich hier etwas Sinnvolles raus, gerade wenn die senkrecht aufeinander stehen. Und wenn wir das jetzt mal ausrechnen hier, dann kann man natürlich hier einfach sagen, bei den Wellen, die wir hatten, wir haben nur eine X-Komponente, eine Y-Komponente und keine Z-Komponente. Und dann haben wir HX Stern HY Stern Stern und 0 und das Kreuzprodukt davon ist natürlich hier 0, beim nächsten auch 0 und dann kriegen wir hier EX HY Stern minus EY HX Stern raus. So, was sehen wir? Wir haben nur eine Z-Komponente, also nur in Ausbreitungsrichtung. Das schreibe ich nochmal da drunter. Und das macht auch Sinn, denn die TEM-Welle, die transversale elektromagnetische Welle, schreibe es nochmal aus, hat einen Pointing-Vektor, Klammern Leistungsdichte, in Ausbreitungsrichtung. Und auch das entspricht natürlich der Anschauung. Sie müssen sich nur mal Sonnenlicht angucken oder sonst irgendetwas, auch meinetwegen nur eine Taschenlampe oder so. Gut, man sieht nicht, dass es da eine elektromagnetische Welle ist, die eine transversale elektromagnetische Welle ist, die da rauskommt. Aber man sieht natürlich, in welche Richtung der Energietransport stattfindet, respektive Leistungstransport stattfindet, nämlich in Ausbreitungsrichtung, also aus der Taschenlampe raus. Und so ist das bei allen anderen elektromagnetischen Wellen auch. Wie die Feldkomponenten aufeinander stehen, ist
Natürlich da nicht sichtbar, das könnte alles Mögliche sein, aber die Mathematik und die Maxwell'schen Gleichungen sagen uns, dass das da mindestens näherungsweise, na, eigentlich sehr gut stimmend, transversale elektromagnetische Wellen sind. Und wir wissen aus der Anschauung sowieso, dass der Energietransport in Ausbreitungsrichtung geht. So, wenn wir jetzt eine Leistung daraus berechnen möchten, könnten wir das natürlich auch tun. Leistung, man muss natürlich für P nur den Realteil eben hier von S über eine Fläche A nehmen. Ich würde also letztlich sagen, was habe ich? Ich habe meine Ausbreitungsrichtung hier S, ich habe meine Felder E und H. Ich habe den Pointing-Vektor in diese Richtung S. Und wenn ich jetzt hier was bestimmen möchte, beispielsweise irgendwie eine Leistungsdichte, dann würde ich hier nur so eine Fläche ansetzen, A, und Integration über diese Fläche mit dem Flächenelement dA wäre genau die da. Und wenn ich darüber integriere, dann bekomme ich natürlich die gesamte Leistung raus, die durch diese Fläche hier quer hindurch geht. So, die Polarisation gibt es natürlich noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Auch da noch ein paar Sätze dazu, verweise aber auch auf das schön animierte Video, das ich verlinkt habe. Die Polarisation, wenn wir es haben, dass das E-Feld in einer Ebene schwingt, das kann die hier sein, das kann aber auch jene sein oder es kann auch irgendwie diagonal sein, aber der E-Feldvektor schwingt nur in einer Ebene. Letztlich sieht man es daran, Ex durch EY ist eine Konstante, dann sprechen wir von der linearen Polarisation. Wenn wir umgekehrt im schlimmsten Fall es hätten, dass Ex und EY außer Phase sind, trotzdem bleibt das natürlich, sind nicht in Phase. Also, und hier müsste ich natürlich noch sagen, reell. So, dann würde man hier von einer elliptischen Polarisation sprechen. Das heißt also, der Feldvektor, wenn Sie drauf schauen auf die Ausbreitungsrichtung hier Z, wir schauen drauf, dann würde das im Prinzip so aussehen, dass über die Zeit beispielsweise der Feldvektor sich dreht, so, und eine Ellipse beschreibt. Das kann man natürlich alles schöner machen, T die Zeit. Und wenn die beide Grade gleich groß sind, also Ex zu EY gleich 1. Naja, was soll dann bei der Ellipse rauskommen? Dann wird diese Ellipse natürlich zu einem Kreis. So, also gucken, ob ich das einigermaßen sinnvoll hinkriege. Ich male die Zwischenzeiten hier noch hin. So, T läuft so. Und dann redet man von einer zirkularen Polarisation. Für die Anschauung möchte ich jetzt gar nicht viel mehr sagen, sondern auf das verlinkte Video verweisen, dass die ganze Geschichte sehr viel besser und auch noch sehr viel deutlicher und sehr viel schöner darstellt, als ich das hier gemacht habe.